Wenn wir uns zum Beispiel einen Philosophen wie den von mir zitierten und noch oft zu zitierenden Jean-Paul Sartre ansehen, dann werden wir bemerken, dass er schon sehr frühe, als er noch gar nicht an der äußersten Linken stand und gar nicht die Philosophie der Violence predigte, die er später dann im Zusammenhang mit Lumumba und Franz Fanon gepredigt hat, dass er als erster schon begriffen hat und es als erster ausgesprochen hat, dass es keine totale Toleranz geben kann und dass der Toleranzbegriff einen dialektischen Widerspruch enthält. Und zwar hat er es am klarsten und deutlichsten in seinen Betrachtungen zur Judenfrage ausgesprochen. Er schrieb damals nämlich, der Antisemitismus sei keine Meinung. Es gibt Prinzipien, die sich als Meinungen gerieren, während sie de facto, und wenn man sie gesellschaftlich und politisch durchleuchtet, Vorbereitungen zu Mordveranstaltungen im großen Stil sind. Und das weiß man nicht erst post-eventum, nämlich nach Auschwitz. Nein, das zeigt uns unsere ganze Geschichte. Es gibt Meinungen, die nicht das Recht, Meinung zu sein, für sich in Anspruch nehmen können, weil sie grundsätzlich und prinzipiell antihuman sind. Und wenn ich jetzt gleich noch in Parenthesen ein persönliches Wort einschalten darf, dann will ich sagen, dass nichts mir immer dümmer erschienen ist, als die Symmetrie, nicht wahr, rechter und linker Totalitarismus. Das stimmt nicht.